Hallo liebe Freunde, Gönner-Abonnenten, zu meinem zweiten Unboxing-Video, da das erste sehr gut angekommen ist und vielen gefallen hat, habe ich mir gedacht, komm, da ich mir jetzt wieder was bestellt habe, mache ich noch ein zweites Unboxing-Video und mal schauen, vielleicht noch ein drittes, viertes, fünftes, sechstes, wer weiß, ne? Keine Ahnung. Nach dem Motto, Kampfsport, Kampfkunst. Das ist das eine. Ne? Trainieren, hart trainieren, was tun, machen, besser werden, immer an sich arbeiten. Aber es darf auch nebenher der Spaß nicht fehlen. Was ich damit meine, ist die Freizeit. Freizeit, Aktivitäten, was anderes machen. Spaß muss auch sein. Jetzt bei mir natürlich, für mich alleine, aber natürlich am besten mit der Enkelin noch zusammen. Und ja, und jetzt habe ich mal was bestellt. Das könnte mal richtig Mordspaß werden. Und schauen wir mal, was es ist oder was es sein könnte. Vielleicht merkt es ja einer schon beim Zuschauen, was es ist oder was es sein könnte. Fange ich mal an mit Auspacken. Mir ist auch schon zurechtgelegt gehabt. Da haben wir schon ein paar Teile. Tja, was ist denn das Schönes? Schaut mal, ja. Ne? Ein Sitz. Oder eine Sitzschale. Okay. Dann hier eine Gebrauchsanweisung oder Zusammenbauanweisung. Wie auch immer. Okay. Dann haben wir schöne Sachen. Ein bisschen schwerer. Auspacken. Karton können wir gleich auf die Seite legen. Vielleicht noch kurz eine Schere holen. Legen wir mal auf den Boden. So, Flasche wieder aufstellen. Mit der Schere geht es vielleicht besser. Da hat er den Mann, eine schöne Arbeit, das zusammenzubasteln. Also hier schon mit Kabelbinder, auch zusätzlich gesichert hier. So, okay. So, kommt schon einer drauf, was es sein könnte. Ordnung muss sein, kommt gleich weg. War noch Zubehörmaterial. Eine kleine Kugel, Tischchen und Beutel, oder? Ja. Okay. So. Schrauben, Schraubenschlüssel. Thank you.
schaut her, der eine oder andere ist wahrscheinlich schon drauf gekommen. Und zwar für das Hoverboard. Das Hoverboard braucht man natürlich dazu. Und ich kann es euch ja mal verlinken. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, wo ich mit dem Hoverboard draußen unterwegs bin. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. War richtig cool. Habe auch ganz nette Leute kennengelernt, getroffen. Und ja, jetzt tun wir mal gucken, ob wir das hier zusammenfügen können. So, und dann kommt es hier drauf. Jawohl. So. So, Schrauben sind alle nachgezogen. Und ich würde euch empfehlen, immer wieder mal die Schrauben zu kontrollieren und wieder mal frisch nachzuziehen durch die Vibration und alles, wenn man fährt, kann sich das natürlich lösen. Und ja, würde ich sagen, coole Sache, ne? Und jetzt zeige ich euch mal draußen, wie das Ganze funktioniert, ob wir da wirklich Spaß haben. Also, kommt mit, ab nach draußen. So, Freunde, Kölner Abonnenten, vorhin noch bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Und jetzt habe ich gesagt, raus aus dem Wohnzimmer, nach draußen. Und jetzt holen wir mal das Teil und schauen, wie das Ding abgeht. Rückwärts. Okay? Also, vorwärts, rückwärts. Links, rechts. Ich mach das mal an.
Haus alles montiert, hier und ausgeführt, macht richtig schön Spaß. Waren ein Haufen Kinder da, habe ich natürlich nicht gefilmt, die wollten alle mal runterfahren. Fahren. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und am Schluss kommt natürlich immer mein Spruch. Bleibt gesund, seid wachsam, bleibt fit. Hier noch ein Tritt. Eis da!